Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kevopolis mit dem Shadow. Ahoi! Ich überprüfe mal. Ja, das Mikro funktioniert. Okay. Sehr gut. Ja, prinzipiell sind wir gerade dabei, hier das Ore Extractor Upgrade Tier 3 zu machen. Beziehungsweise ich mache das und der Shadow, dem folgen wir mal eben. Der hat irgendwas gemacht hier hinten. Genau. Das war ein Simulation Chamber gebaut mit einem Loot Fabricator. Der Vorteil Genau. ist, wenn je nachdem, was für Monster wir quasi gefangen haben mit so einer Disk, und je mehr wir töten oder halt entsprechend finden, dann ist der Output halt größer. Und dafür gebrauchen wir ein bestimmtes Material, was wir auch noch craften können. Und daraus kann man dann den Loot der Monster einfach abfarmen oder halt produzieren automatisch. Braucht aber viel Energie. Wir haben noch nicht reichlich. Zum Beispiel bei diesem Enderman würden wir entweder Enderperlen bekommen oder etwas, um den Enderdrachen zu beschwören. Aber da kommen wir dann später zu. Wir könnten natürlich auch einen Zombie reinschmeißen, der würde uns dann als Loot was anderes angeben. Kann ich dir sogar einmal zeigen, glaube ich. Genau, dafür haben wir hier diese Better Mob Farms für dich gemacht. Genau. Wir haben auch hinten dann um halt entsprechend relativ gute Werte zu bekommen, haben wir hier zum Beispiel auch einfach mal so eine Mobfarm gemacht. Die schmeißt auch relativ viel ab. Also wenn wir mal Knochen brauchen, unwahrscheinlich. Aber ja, Rüstung, Pfeile und sonstige Späße. Ja, und du hast dann hier, genau, du hast dann die Disk in die Hand genommen und die Viecher getötet, ne? Genau, richtig. Braucht man zwar nicht, geht auch automatisch, habe ich jetzt erfahren, aber zum Einstieg braucht man auch andere Mobs, die spawnen ja auf anderen Ebenen. Genau. Und das haben wir noch nicht alles. Da müssen wir noch, genau, auf anderen Ebenen das machen. Präzise. So, dann werden wir uns jetzt mal hier um die Enderperlen kümmern. Denn diese Eye of Ender, die muss man einfach mit zwei Blaze Powder und einer Enderperle hier reintun. Und soweit ich weiß, brauchen wir vier Stück. So, da ist auch noch sogar ein bisschen Stahl drin. Und diese Eye of Ender, die nehme ich jetzt mal. Die müssen wir weiterverarbeiten. Zu dem hier, zum Fluxcore. Brauchen wir Obsidian und Fluxdust für. Haben wir schon Fluxdust? Habe ich das schon gemacht? I don't know. Ach, da brauchen wir Bedrock und Redstone für. Ich weiß nicht mehr, wo wir das gemacht haben. Aber ich meine, wir hatten das. Verdammt, ich finde das nicht. Ist es auch nicht. Ich hatte doch schon diese Bedrock-Dinger. Wo sind die denn jetzt? Weißt du das? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, die hattest du. Wo haben wir die denn hingepackt? Das ist verrückt. Das ist der Verrückte. Hier ist nur Schrott drin. Hier auch. Okay. Also Redstone 4 Fragments. Da hatte ich doch einiges. Ah, warte. Ich sehe es. Hier. 32 drin von, genau. Wusste ich doch. Okay, jetzt habe ich vergessen, wie es hieß. Fluxcore. Wir nähern uns dann auch den Reaktoren, ne? Die Reaktoren sind dann die großen Kraftwerke in dem Spiel. Ja, und verdammt, so viel Obsidian. So.
Die müssen wir dann mit Uran betreiben. So, wir haben 16 Stück, die brauchen wir auch. Und dann brauchen wir die Flügsblöcke. Haben wir noch genug das dafür? Ich hoffe. Nein, verdammt. Es fehlt Flugstast. Verdammt. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt unten haben wir, glaube ich, so ein Bedrock-Dingens gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon alles gezeigt haben. Ich bin mir nicht sicher. Einfach noch mal zeigen, oder? Ja, ich bin mir nämlich nicht sicher, was wir hier jetzt gemacht haben. Ja, genau. Wir haben hier diese Mini-Maschine gemacht und die geht hier nur, wenn man die auf den Bedrock stellt. Bedrock Infuser, muss man Deep Slate, das wächst hier überall, beziehungsweise ist es hier da. Dann haben wir hier so eine kleine Lava Energiequelle gemacht. Das sind, die liefern insgesamt 100, glaube ich, ne, 80. Plus die beiden sind 100. Und der verbraucht aber auch, glaube ich, 80 oder 90 oder 100 genau. Das heißt, dann können wir uns die hier nehmen und dann macht der neue. Und hier hatte ich irgendwie was verbrannt, ich weiß nicht mehr. Ach ja, genau. Die Deep Slate, die muss man verbrennen, weil hier unten kriegt man nicht Deep Slate, sondern wenn man das aberntet, kriegt man Cobalt, genau. Und die muss man hier vorher reinhauen. So. Dann kann man die da rein verarbeiten. Okay, nice. Jetzt haben wir 18 Stück, 16, 64 davon. So, ich werde noch mal ein bisschen was abernten und reinschmeißen. So, da sind wir wieder. So, machen wir uns ein bisschen Flugstast und jetzt können wir den letzten Flugsblock machen. Und jetzt können wir dieses Tier 3 Dingens machen. Da freue ich mich drauf. Orkstrakter Tier 3. Ah nein, jetzt fehlen mir vier. Oh. Fehlt dir? Nix, ich muss das von unten holen hier. Und wieder zurück. So, das habe ich nicht beachtet. Und jetzt haben wir ihn. Jawohl. Den ersten. Ich glaube, wir brauchen zwei. Wir uns noch Dia-Sachen danach bauen. Haha. Ja, genau. So, wir haben ja, ich habe das schon vorbereitet, dieses typische. Wir haben ja ein Verhältnis, glaube ich, von, ja genau, die brauchen irgendwie, der braucht relativ viel. Der braucht jetzt 400 im Bit, das heißt, wir brauchen 4 gegen 2. Und wir haben das erste, das produziert, genau. Ich habe jetzt hier ein Silberfragment, ein Uraniumfragment. Sehr schön, die kann man schon wieder reintun. Was kommt da noch rein? Emeraldfragment. Und da müsste gleich noch irgendwie mal ein Diamantenfragment rauskommen, ne? Ah, das wird auch super. Und da haben wir es. Ja. Zack. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch den zweiten machen und dann haben wir unsere Tier 3 Ohr Dingens fertig. Ne? Sehr schön. Sehr schön, es läuft. Das müssten doch auch jetzt alle sein. Ja, 4 Stück wird daraus gemacht. Hervorragend. Und das heißt, wenn wir jetzt Silber haben, können wir auch viel mehr Upgrades machen in unserem Motoren, unseren Dynamos upgraden. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Okay, das heißt jetzt, das Ziel für heute ist jetzt erstmal noch das nächste Upgrade zu machen. Aber da muss man jetzt nicht zugucken, das ist ja selber, was wir gerade gemacht haben. Was machst du denn? Gerade noch ein bisschen sortieren. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Also wir haben es geschafft, dass wir diese Bedrock Fragments automatisieren. Also die werden unten automatisch hergestellt. Vielleicht zeige ich das mal kurz. Und zwar haben wir hier so einen Ignoise Extruder und darunter steht so ein Deep Slate. Und der produziert dann
direkt die Deep Slates, sodass die hereinkommen. Und der packt das alles in Ender Chest. Und die Ender Chest ist oben verbunden mit unserem ja, Drawer-Dingens. Unser Drawer-Controller. Hinten mit den Pipes. Und das sammelt sich jetzt hier schön. Das heißt, wir können jetzt hier 1, 2, 3, 4 immer relativ einfach und viel, ohne viel hin und her zu rennen, Lux Dust machen. Zack. Das war viel. Ich habe jetzt mal eben knapp 2 Stacks gemacht. Eigentlich genau 2 Stacks. Das war super. Okay. Das haben wir noch in der Zeit gemacht. Also, wir haben einige Maschinen upgradet, sodass die ein bisschen schneller arbeiten. Und der hier ist witzig, der macht jetzt das Output sofort ins Input. Das heißt, hier braucht man nicht mehr nachlegen. Das könnte man auch noch automatisieren. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das brauchen werden. Dann haben wir ja unsere Energie ein bisschen optimiert. Wir haben hier jeweils zwei von diesen Verbesserungen reingepackt zur Energieproduktion und einmal zu der Energieeffizienz. Und summa summarum geht das jetzt von 40 auf 120 RF pro Tick hoch und bleibt bei einer Effizienz von 98%. Das ist ganz gut. Das heißt, wir produzieren, also der kann jetzt das Dreifache an der Energie produzieren, verbraucht aber in etwa dasselbe an Fuel. Ne? Und das haben wir mit dem anderen auch gemacht. Das ist ein bisschen besser. Das heißt, wir haben jetzt 240 statt 80. Das ist ganz gut. Und ja, das könnte man noch erweitern, aber die nächsten, die sind doch deutlich besser. Also weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Der Shadow hat hier ein bisschen was verschönert. Und er hat ein Projekt, ne, mit einem Schwert oder was. Ja, yeah, ja, genau. Ich habe jetzt immer noch das Stahlschwert in der Hand, aber ich habe jetzt schon mal zwei vernünftige Netherite-Schwerter hergestellt. Genau, die Schwerter, die machen am meisten Schaden, ne? Glaube ich. So, was wir bauen können, ja. Dann kann ich die gleich enchanten, denn hinten in der Konstruktion, hinter den Tannenbäumen, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Machen wir. Die ist zwar jetzt noch nicht fertig, aber. Genau, und wir haben. Das ist ein Enchanting Table. Und der Shadow hat mir eine Rüstung gebaut, weil wir müssen diesen Wither spawnen. Und der macht nämlich immer böse Damage. Wo? Oh, welche Tannenbäume? Hinter den Tannenbäumen. Was hast du da gebaut? Oh. Ah, das sieht aber süß aus. Reicht das schon an Bücher? Ja, das reicht schon. On point. Sehr gut. Sieht ganz süß aus, was du hier gebaut hast. Das ist zumindest ein Versuch. Ja, nee, das finde ich gut. Das ist sehr schön sogar. Ich möchte, dass du alles so baust. Ja, es war so eine Idee. Das sieht, mal, ob man die auch so umsetzt. Das sieht sehr gut aus. Ja, es gefällt mir. Das ist so ein bisschen zwergenmäßig hier, ne? Ja, genau. Ich dachte, wir sind jetzt eh unter der Erde. Sehr gut, sehr cool. Ja, man könnte jetzt überlegen, ob man mehr von diesem Öl produziert. Also wir haben nochmal hier zwei daneben gesetzt, sodass alle zwei die Bäume auf jeden Fall voll sind. Und die werden auch schön beliefert. Das ist nicht alles das Problem, aber die produzieren nicht wirklich viel. Das heißt also, wenn wir die Ölautomatisation hochfahren würden, könnte ich mir vorstellen. Ja gut, das läuft jetzt voll, weil hier das Fuel nicht wirklich abgearbeitet wird. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein paar von diesen Dynamos bauen. Aber das lohnt sich eigentlich nicht, weil ich bin ganz ehrlich, also die Reaktoren, die da kommen, die machen, glaube ich, über tausende von diesen RF pro Ticks. Und da bräuchten wir knapp, ich sage es mal, mindestens 20 von diesen Dingern mit Upgrades drin, um in etwa auf die Leistung von einem von dem anderen zu kommen. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich 20 von diesen Teilen bauen möchte. Das ist doch, halt so. Jetzt sind wir kurz danach auf die vernünftigen Generatoren. Ja, eben, kurz danach, genau. Das ist halt so. Das ist jetzt ganz nett so für zwei. Vielleicht könnte man auch noch vier daraus machen.
Aber wir haben hier einen Speicher von 1.000.011 und den kann man jetzt mit den Flux-Sachen noch upgraden. Das wäre nämlich der nächste Schritt hier in unserem Moped. Sind dieses Flux-Network. Das ist zum Energiespeichern und zum Wireless-Connecten von Energie. Das heißt, wir brauchen keine Energiekabel mehr legen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, schaltet ein und vielleicht den Bösebus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin und ciao.